hing zunächst im Plenarsaal, musste dann abgehängt werden und wir konnten mit dem Professor Kulker, der verantwortlich ist praktisch für diese Kunstwerke hier im Landtag, auch erreichen, dass er wieder aufgehängt werden darf. Und wir hatten beim vergangenen Bürgerfest sehr häufig die Anfrage im Plenarsaal, wo ist er denn, der weiße Adler, und was ist mit dem roten? Und da wollten wir also nicht so sang- und klanglos diesen weißen Adler wieder anhängen, sondern die Gelegenheit nutzen, ihn heute feierlich zu enthüllen, was ich jetzt gleich hiermit machen werde. Ich hoffe, es gelingt mir so, dass er auch wirklich dann nicht runtergerissen wird, sondern nur das Tuch. Also Sie dürfen dabei sein. Ich glaube, wir haben einen würdigen Platz gefunden. Und ich würde jetzt richtig, wo ist jemand hier richtig? Ist das richtig, Lula? Jetzt müsste mal von der Bahn jemand kommen. Hier ist das richtig? Ja gut, okay, dann also jetzt auf die Plätze fertig. Siehst du, das dachte ich mir, der hängt so. Nee, doch. Ah, da hängt er. Ja, und wird hoffentlich für schön befunden. Das ist der weiße Adler. Und wer jetzt noch Interesse hat, den vergrößerten roten Adler zu besichtigen, das war Teil des Kompromisses, dass wir auch im Plenarsaal, wie gesagt, den roten Adler, den Sie da sehen, wenn Sie hier auf die Leinwand schauen, dass der in größerem Format zu sehen ist. Also der weiße, und wer möchte, kann auch gerne noch mal einen Blick auf den roten nehmen. Das war's denn schon. Nun hängt er und hoffentlich freuen sich alle, die uns besuchen, darüber leben zu können. Positiv zur Kenntnis. Welche Chancen hat er denn jetzt, dass er wirklich auch hier bleibt? Und die sind hundertprozentig ausgehandelt. Also ich denke, er bleibt da. Also es ist so mit Professor Kulker besprochen und wir haben lange gebraucht, wie gesagt, diesen würdigen Ort zu finden. Und ich sage Ihnen heute, er bleibt dort hängen. Also die meistgestellte Frage war wirklich die Adlerfrage. Also roter Adler, weißer Adler, das ist immer noch ein Thema, was die Leute interessiert. Hätte ich selber so auch gar nicht gedacht. Ist aber so. Nun hängt er hier. Nun hängt er und wir freuen uns. Ich weiß nicht, wie Sie das finden, aber ich finde, er hängt auch gut hier. Das ist ein zentraler Platz, hier finden viele Veranstaltungen statt. Die Abgeordneten, das ist sozusagen das Herzstück des Hauses, da hängt er, glaube ich, gut. Okay, ja? Gut, vielen Dank, Dankeschön. Ja. Herr Kulker, ist es schwer gefallen, die Zustimmung? Das müssten Sie ihn jetzt selber fragen, aber ich glaube nicht. Wir haben gut verhandelt und ich glaube auch, dass er der Überzeugung ist, dass nach über einem Jahr er auch gerne möchte, dass sein Kunstwerk einen würdigen Platz findet. Insofern hat er zugestimmt. War ja auch beteiligt, wie gesagt, an der Platzfindung. Ich glaube nicht, dass er schweren Herzens gemacht hat. Sag mir mal, das ist die Rache des kleinen Mannes, weil er nicht den roten Adler zu diesem Plenarsaal. Das habe ich so nicht wahrgenommen. Ich habe ihn als sehr großzügigen Gesprächspartner wahrgenommen und der war sehr kompromissorientiert. Und deshalb sehen Sie ja, hängt er nun hier und wir haben also einen Weg gefunden. Was er mal gesagt hat, weiß ich nicht. Zu mir hat das nicht gesagt.